Was soll das? Warum labert ihr denn dazwischen? Das verstehe ich nicht. Das ist doch Kacke. Och, jetzt komme ich da nicht durch. Oh, Leute. Kann ich jetzt Auto einsteigen? Ich kann. Oh, ey. Meine Güte. Also manchmal ist das Spiel ein bisschen sehr nervig. Wo ist der denn? Wo läuft der denn hin? Willst du mich verarschen? Sip, willst du mich komplett verarschen? Erst laberst du Scheiße dazwischen. Alter, ich würde dich am liebsten gerne abknallen. Werde ich alle von diesen. Deine Eier baumeln über einer Rasierklinge, Freundchen. Lauf jetzt los, Mann. Wo will der denn jetzt eigentlich ganz hin? Ernsthaft, das dauert ja Stunden, bis wir da sind. Wenn wir alles wieder verwerten, kann uns die Regierung nicht ab. Was hast du jetzt vor? Wohin läufst du jetzt mit mir? So eine nette Info wäre irgendwie cool. Also, wenn du schon zwischen Gespräche labern musst und so, dann wäre das irgendwie ganz cool, wenn du mir wenigstens sagst, wo wir denn jetzt genau. Darauf habt ihr alle gewartet. Der Krieg ist hier. Die Dämonen-Goblins stehen vor eurer Tür. Ja. Und jetzt? Warum ist er jetzt hier stehen geblieben? Das macht auch irgendwie keinen Sinn. Kann das mal hängen bleiben hier? So, mein Mikrofon kackt hier die ganze Zeit ab. Das nervt ein bisschen. Ach, hier steigst jetzt ein Auto ein. Und das Auto, was bei dir auf dem Hof stand, ist nicht gut genug, oder was? Endlich wachen die Leute auf und fangen an zu kämpfen. Wir sind Menschen und lassen uns das nicht mehr gefallen. Und mit wir meine ich du. Ich habe eine Verbindung zu diesen Tieren. Ich bring's nicht übers Herz, sie zu töten. Ganz recht, Deputy. Ich spreche von Euthanasie. Anders geht es nicht. Pass auf, dass du alle erwischst. Er fährt jetzt. Ich soll ihm jetzt hinterherlaufen? Wie witzlos ist das denn, Spiel? Ja, ist klar, gib halt noch mehr Gas. Ja, bleib halt noch mehr hängen. Hä, Sip, wie witzlos ist das denn? Boah, ich hasse Missionen, wo man irgendwie folgen muss, ne? Es ist besser so. Wow, wow.
Oh, das sind die. Ich töte jetzt erstmal hier die. Die können nämlich viel gefährlicher werden. Ich sammle jetzt erstmal die Haut von denen noch ein. Wie unnötig war das denn, ihm hinterher zu laufen und so? Oh, ist ja voll anstrengend gewesen, ey. Ich werde hier alles vermieten. Ihre Verstärkung wird in das Feuer Gottes laufen. Das mach mal, viel Spaß. Jeder Dämon, der sich hierher wagt, wird in die Luft gejagt. Das sollte reichen. So, ach, den habe ich. Habe ich den schon geplündert? Nein. Wehrlose, unschuldige Tiere verletzen. Das können Sie vergessen. Nie wieder. Okay, ist voll, okay. Trifft dich, okay. Ich habe leider keine. Ups. Sollte ich das nicht tun? Na gut. Zack. Warum? Warum? Diese Kreatur hat Besseres verdient. Deine Seele ist vergiftet. Krank. Von Krebs zerfressen. Also muss sie herausgeschnitten werden. Aber du lehnst meine Hilfe ab. Du weigerst dich, Ja zu sagen. Bis du das tust, wird jeder Schmerz, den du dem Projekt zuführst, tausendfach an deine Freunde zurückgegeben. Und ich weiß nicht genau, wie viel deine Freundin Hudson ertragen kann. Also wähle deine nächsten Taten mit Bedacht, Deputy. Ja, ist ja gut. Die wissen, wie man mich verletzt, aber ich weiß, wie man sie ausbluten lässt. Die armen Tiere hier haben den höchsten Preis für unsere Freiheit entrichtet. Sie sind Helden und Patrioten. Wir werden ihre Opfer ehren. Denn die Geschichte lehrt uns, dass jeder große Triumph mit einer Tragödie beginnt. Das stimmt. Es wird Zeit, mal etwas tiefer zu graben. Du fragst dich sicher wo. In der alten Goldmine. Daher kriegt die Regierung das Geld für diese ganze Operation. Ja, du hast gedacht, sie wäre geschlossen. Weil die Regierung das gesagt hat.
Wer zum Teufel traut denn der Regierung? Ich sag's dir, das ist alles verbunden. Die sitzen da auf dem Zehnfachen von Fort Knox. Wir werden dieses ganze globalisierte Reich ins Wanken bringen und Amerika dem Volk zurückgeben. Diese Dämonen sprechen doch immer von einem Kollaps. Geben wir ihnen einen. Nimm diese Thermitladungen. Das ist dasselbe Zeug, das Tower 7 zum Einsturz gebracht hat. Kleb sie an alles Gold, das du findest. Die Lügner müssen weg. Ab in den Dreck, Baby. Wuhu! Was denn? Wartest du auf mich? Teufel, ich gehe in Ruhestand. Du hast doch alles gesehen. Die Scheiße wird mir zu viel. Okay, Schicht im Schacht. Story-Mission. Ja, die können wir einfach mal mitnehmen, würde ich jetzt sagen. Wo wir gerade eh hier sind. Schnappen wir uns mal kurz hier deren Auto. Zack. Dann können wir das immer ganz markieren. Und dann lass uns doch mal in die Richtung düsen. Machen jetzt mal zwei, drei Story-Missionen. Das ist auch gar nicht so schlecht. Würde ich sagen. Irgendwas wird hier bombardiert. So. Oh, ja, ich glaube, wenn wir mal so zwei, drei Story-Missionen spielen, ist das vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Und das ist gar nicht so verkehrt, dass wir da auch ein bisschen weiterkommen. Ich will mal das Geschütz hier. Okay, sitz nochmal. Ah, kommt schon. Das war's? Easy. Dann lass uns mal fix hier hoch und die Sprengladung platzieren. Sektennotiz. Hinten gibt es einen großen Kühlschrank in einem Müllcontainer. Echt schräg. Ich glaube, da mache ich später noch Zielübungen mit Schüssen auf Entfernung von Kühlschranktüren. Okay. Oh, was haben wir hier noch? Ein Erste-Hilfe-Kit. Plündern ist voll. Da war noch Munition. So, noch mehr Munition. So, da oben muss mir noch eins rein. Zack, Erste-Hilfe-Kit nehmen wir mit.
dachten wir auch mit, warum ist das hier eigentlich so komische Grafik? Weiß auch keiner. Hier wäre noch eine Panzerfaust, aber die brauchen wir nicht. Wir haben ja alle schon... alle einfach so schon besiegt. So. Alter. Okay. Das haben wir gerade noch verhindert. Nein! Ans Leben klammern, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, machen wir ein bisschen fixer hier. Was? Was hat mich denn da jetzt kaputt gemacht? Alter, wie viele aber auch, ey. Man, wie kann man denn immer... Also so ein bisschen... Mit der Gegneranzahl haben sie es, glaube ich, ein kleines bisschen übertrieben. Kann ich mir vorstellen. Oder das ist einfach schon eine Mission, die einen Tick weiter fortgeschritten ist, die ich gerade mache. Wird entschärft, das ist nicht gut. Ruhe. Scheiß Hubschrauber.
das denn bitte? Komm schon, komm schon, komm schon. Wir müssen darüber. Oh, ich lauf. Sorry, dass ich gerade wenig geredet habe, aber ich habe mich kurz mal konzentriert. Okay, ich muss hier irgendwie runter. Schicht im Schacht. Abgeschlossen. Sehr schön. Bringt mir das eigentlich irgendwas? Wenn der da zerstört, bringt mir das eigentlich Punkte? Nein. Okay, nur weil ich dachte, weil er vielleicht rot ist, dass er Widerstandspunkte bringt, aber macht er leider nicht. Okay. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Mehr oder weniger. Okay, bis spät, um ans Geschütz zu kommen, aber ich hab's versucht. Ja, naja. So.
Okay, da sind wir nochmal gestorben. Naja, dann ist das nicht so. Okay, jetzt die Frage. Was machen wir jetzt? So, wir haben jetzt hier ein bisschen was fertig gekriegt nochmal, also aufgedeckt. Und jetzt ist die Frage. Da haben wir noch ein bisschen was, da haben wir immer noch was. Nebenmission haben wir noch. Eigentlich könnte man noch eine Hauptmission machen. Oder zumindest in die Richtung noch einer von einer Hauptmission begeben. Würde ich sagen. So. Mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur das Auto haben. Ihr seid doch viel zu spät. Warum? Was macht ihr denn da? So, dann düsen wir mal in die Richtung der nächsten Hauptmission, würde ich sagen. Tschüss. So, das war's. Straßensperre zerstört. Sehr geil. Und wir können hier nochmal interagieren. Schweißbrenner benötigt. Okay. Wir haben es versucht. Können wir leider nicht mitnehmen. Naja. Ist nicht ganz so wild. Entschuldigung. Aber der musste... Komm, etwas schneller vielleicht. Okay, wieder zum Fahrersitz. Und weiter geht's. Schnell mal einen Hubschrauber abgeschossen. Das ist doch gar nicht so Verkehr. So, ein Stück zurücksetzen einfach. Wenn ich du wäre, würde ich da wegkommen, Hund. Okay, wir müssen den Hund wiederbeleben. Vorratsfahrzeug zerstört, sehr gut. Kommen wir wieder hoch, Hündchen. Ich hab gesagt, geh da weg, aber du wolltest ihn nicht hören. Die Entsühnung ist der letzte Schritt, um das Wort des Vaters im Herzen zu akzeptieren. Unsere Sünden, endlich offengelegt, können nun entfernt werden. Befreien wir unsere Seele.
Widerstands wirklich schwer. Ihr werdet büßen für die Taten des Deputies. Ihr werdet alle das Wort des Vaters in eurem Herz annehmen. Ihr werdet alle Ja sagen. Hat das gebracht? Habe ich die erwischt? Ja, ne? Sehr schön. Wieder Fahrersitz, bitte. Und dann düsen wir nochmal in die Richtung. Die wollte ich doch nur hinfahren, noch kurz. Und dann... dort Folgenpause machen. So, da wären wir nämlich auch schon. Oh, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Hier ist eh kein Gegner. Alles klar. Und dann würde ich sagen, bisschen was haben wir geschafft heute auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Aufnahme von Far Cry 5. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen und dabei sein und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss!